Gänsehaut-Feeling im Ernst-Happel-Stadion. Das sind sie also, die neuen Rapid-Dressen in Anlehnung an das letzte Meisterjahr 95-96, damals als Rapid ja auch das Europacup-Finale der Pokalsieger erreicht hatte. 0:1 verloren gegen Paris Saint-Germain. Damals gab es quergestreifte Dressen und auch in den kommenden zwei Jahren wird Rapid also in diesen quergestreiften grün-weißen Trikot spielen. Josef Vickersberger, nach 9 Jahren wieder der Meistermacher bei Rapid. Die Austria, beinahe wie Zawastisch, und da ist das Tor, und das ist ein tolles Tor. Sigurd Ruschfeld, der Derby-Spezialist, hat getroffen in der 36. Minute. Und jetzt jubeln die etwa 1500 Austria-Fans im Happelstadion. Genauso wie Frankie Schinkels. Sigurd Ruschfeld, der Derby-Goalgetter schlechthin. In den letzten 6 Derbys, 6 Tore für die Austria. Und da zieht er ab und lässt Helge Bayer nicht den Funken einer Abwehrchance. Sionko gerade noch rechtzeitig vor der Linie. Ruschfeld zieht ab. Ivica Vastic nur in passivem Abseits. Deshalb der Treffer korrekt. Gute Distanz für Steffen Hofmann. Toller Freistoß, der Linienrichter zeigt an, der Ball sei nicht im Tor gewesen, und dann Joey Di Dulica im Zweikampf mit Sebastian Martinez. Papaz im Laufduell mit Lavaret, der stößt da Papaz weg und prallt dann mit Di Dulica zusammen, und Fritz Stuckig hält die rote Karte in seinen Händen. Rote Karte für Joey Di Dulica. Das muss jetzt entweder Elfmeter oder Freistoß geben. Noch einmal. Also wenn er den Fuß so in die Höhe reißt, Joey Di Dulica, dann muss er damit rechnen, dass der Schiedsrichter Foul pfeift. Hier noch einmal. Zunächst aber das Foul von Lavaret. Der stößt Papaz, aber dann Di Dulica viel zu hoch. Wenn er mit den Händen hingeht, sagt niemand was. Die rote Karte geht in Ordnung. Und das war innerhalb des Strafraums, und das muss Elfmeter geben. Axel Lavaret verletzt auf dem Boden. Das erinnert ein bisschen an die Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Sie wissen schon, Deutschland gegen Frankreich. Toni Schumacher gegen Patrick Battiston. Joey Di Dulica ausgeschlossen in Minute 80. Die Frage ist, was es jetzt gibt hier. Hat Schiedsrichter Fritz Stuckig zuvor auf Foul von Lavaret erkannt, dann gibt es Freistoß für die Austria. Ansonsten kann es nur Elfmeter geben. Auf alle Fälle zeigen die Rapid-Betreuer an, dass Axel Lavaret ausgewechselt werden muss.
Spiel bereits gut 2 Minuten unterbrochen. Die Rapid-Fans feiern Axel Labaré. Oh, schauen Sie sich an, wie der aussieht. Hat im ersten Moment gar nicht so schlimm ausgesehen, die Attacke von Didulic, aber hier. Der hat da Labaré am Auge getroffen. Und dem Belgier brummt sichtlich der Schädel. Der letzte Rapid-Angriff unterbrochen durch den Schlusspfiff von Schiedsrichter Fritz Stucklig. Die Austria gewinnt das 272. große Wiener Fußball-Derby gegen Rapid mit 1:0 durch das Tor von Sigurd Ruschfeld aus der 36. Minute. Die ersten Rapid-Fans stürmen bereits auf das Spielfeld, springen über die Barriere des Happelstadions. Und die ersten Stimmen zum Spiel gibt es jetzt, eingeholt von Jörg Kühne und Matthias Volkmann. Zu 1 hat er verloren, trotzdem muss man zu einem tollen Match gratulieren und vor allem zum Meistertitel. Helgi, trotzdem, wie sehr wurde denn die Party versalzen heute? Wie gut hätte ein Tor in der Schlussphase getan? Ja, natürlich, da würde man lügen, wenn wir nicht ein Tor machen hätten wollen, aber wir werden trotzdem feiern heute, obwohl es ein bitterer Beigeschmack ist, wenn man im Derby verliert. Aber ja, wir haben noch ein Derby das Jahr und das wollen wir natürlich gewinnen. Wie bitter ist der Beigeschmack bei der Tätigkeit Ihres Amtskollegen Didulic gegen Labaré? Habe ich nicht genau gesehen, da waren so viele Leute vor mir, aber ja, kann ich wirklich nicht viel dazu sagen. Und Ihr Einsatz war eigentlich gar nicht für 90 Minuten geplant. Ladi Meier hätte kommen sollen. Ja, ich habe es auch gehört, aber ich glaube, er wird schon noch seine Chance noch mehr kriegen in dem Jahr. Er hat es verdient. Er war jahrelang da, ein Spitzentormann. Ja, ich wünsche ihm alles Gute. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Helge Beier. Okay. Vielen Dank, Matthias Volkmann. Eins ist definitiv klar, das Derby war unglaublich spannend, lieber Sionko. War es auch spielerisch gut? Ja, ich denke, dass Derby war sehr gut für Zuschauer und für uns war sehr positiv. Vor allem am Anfang war Rapid sicher die stärkere Mannschaft und trotzdem genau da hat die Austria das Tor geschossen. Warum? Ja, ich denke, dass Rapid wollte von Anfang an ein Tor machen, weil war vor super Zuschauer, aber wir haben gut gespielt von hinten und dann in 20. Minute, wir waren ein bisschen besser und wir haben ein Tor gemacht und das entscheidet. Rapid gegen Austria gibt es noch einmal, nämlich im Cup-Finale. Werden Sie dabei sein als Legionär? Ja, ich habe mit Nationaltrainer gesprochen vorgestern und er hat gesagt, dass er will, dass ich bin von Anfang an mit Nationalmannschaft und ich muss noch einmal mit Trainer reden und es ist möglich, dass ich weiter spiele, aber jetzt kann ich nicht sagen. Danke, lieber Sionko, alles Gute.